Demokratie lebt von der geregelten verbalen Auseinandersetzung. Demokratie lebt von Debatten. Wer debattiert, lernt fair zu streiten, zuzuhören und über den eigenen Horizont hinauszublicken. Wir möchten Sprachkompetenz und Debattierfähigkeit fördern, so früh wie möglich. Deshalb gibt es Jugend debattiert jetzt auch ab Klasse 5. Gerade für die Altersgruppe der 5. und 6. Klasse ist es unheimlich wichtig, diese Streitkultur zu erlernen. Die kommen neu an ihre weiterführenden Schule und müssen sich finden als Klasse. Jugend debattiert bereichert den Unterricht unheimlich, weil die Kinder oft argumentieren wollen, aber sich nicht richtig ausdrücken können. Also es ist nicht nur die Sprachfähigkeit, die geschult wird bei Jugend debattiert, sondern es geht auch darum, wie stelle ich mich als Persönlichkeit dar, wie gewinne ich als Persönlichkeit in meinem Auftreten. Wir debattieren heute die Frage, sollen Schülerinnen und Schüler ihre Lehrkräfte bewerten? Es geht ja auch um die Gerechtigkeit zwischen Schülern und Lehrern. Also Lehrer, die Schüler bewerten dürfen und Schüler nicht die Lehrer. Wenn das halt nach dem Zeugnis wäre, dann wäre das halt blöd, weil dann hat man schon die Noten, ob gut oder schlecht ist jetzt die Frage. Und wenn man dann schlechte Noten hat, ist halt die Frage, ob man dann wirklich so gerecht bewertet. Debattieren und diskutieren ist im Lehrplan, steht im Lehrplan für die Klasse 5 und 6. Häufig wird das sehr verschult unterrichtet. Jugend debattiert geht da ja ganz anders ran. Der Unterricht ist in aller Regel viel lebendiger, sehr viel schülerorientierter, schülerzentrierter. Und ich habe es selbst schon erlebt, dass eben gerade die Schüchternen unheimlich auftauen. Durch das Debattieren bin ich mutiger und ein bisschen auch selbstbewusster geworden. Für die Altersgruppe gibt es ein neu entwickeltes Arbeitsheft, spezielle Übungen und Arbeitsblätter. Damit lernen die Schülerinnen und Schüler die Abläufe einer Debatte und die Strukturen und Formulierungen in einfachen Rede- und Gesprächsübungen kennen. Gerade die Schüler im Alter von 10, 11, 12 haben einen Riesenspaß daran, sich auseinanderzusetzen. Ich denke, wir verlernen, einander zuzuhören. Bei Jugend debattiert lernt man genau das, einander zuhören und auch die Perspektive wechseln. Bei Jugend debattiert üben wir ja, wie wir unsere Meinung vertreten, wie wir sie sachlich vertreten. Und all das kann man dann wunderbar auch im Unterricht einsetzen. Auch Partizipation wird ja immer wichtiger in der Schule. Und da wollen sie gehört werden. Und sie werden gehört und ernst genommen, wenn sie sich gut ausdrücken können. Und all das leistet Jugend debattiert. Werden auch Sie mit Ihren Klassen 5 bis 7 Teil der Jugend debattiert Gemeinschaft? Auf www.jugenddebattiert.de können Sie sich umfassend über das Programm informieren. Wenn Sie Fragen zu Jugend debattiert ab Klasse 5 haben, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. info@jugend-debattiert.de